Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie die Inhalte Ihrer neu erstellten Homepage ändern. Nachdem Sie alle Menüpunkte hier in die neue Sprache übersetzt haben, gehen Sie einfach zum Beispiel auf die Startseite und sehen, dass Sie dort die Startseite in ungefähr der Form, wie Sie sie auf Deutsch kennen, auch hier an dieser Stelle sehen. Ich gehe nochmal auf die deutsche Version. Das sieht genauso aus. Die Bilder sind identisch, nicht verändert. Die Menüpunkte sind jetzt auf Deutsch und hier sind die Texte. Ich gehe also wieder auf die englische Version. Und was wir einfach machen, wir fügen einfach die englischen Texte ein. Das heißt, wir gehen in das erste Menü, geben hier Chapter 1 aus. Dann übersetzen Sie den Text oder Sie haben ihn bereits übersetzt und haben ihn in einer Word-Datei. Gehen am besten in die Word-Datei. Das ist die Übersetzung des Startseitentextes an dieser Stelle. Und dann denken Sie dran, wenn Sie den Text einfügen, fügen Sie ihn nicht direkt hier ein, sonst haben Sie den ganzen Text mit Formatierung aus Word. Die werden sicherlich stören, sondern Sie gehen hier in diesen Text, mit diesem Textelement. Da öffnet sich ein Fenster, das Ihnen sagt, Paste as plain text, also als neutralen, als reinen Text einfügen. Sie gehen hier auf Einfügen, dann haben Sie den Text. Über Insert fügen Sie diesen Text hier ein. Wir scrollen nach unten, gehen auf Save and Back und schon haben wir Kapitel 1 eingegeben. Wir machen das bei Kapitel 2 genauso. Wir fügen auch hier diesen Text über das Text-Einfügen-Symbol ein. Ich füge es hier ein, ich füge es nochmal ein. Ich gehe oben rechts auf Speichern und zurück und die Startseite ist entsprechend eingerichtet. Genau das Gleiche machen wir auch zum Beispiel im Kapitel 1. Hier haben wir eine Kapitelübersicht. Sie sehen an dieser Kapitelübersicht, dass wir ein Unterkapitel 1, das haben wir gerade eben geändert, haben. Da fehlt der Text auch noch. Und Sie sehen, dass hier steht, dass die Übersetzung fehlt. Translation missing bedeutet, Übersetzung fehlt. Diesen Text werden wir später Stück für Stück eingeben. Wir gehen im ersten Unterkapitel auf Edit, haben hier zwar schon den Menüpunkt eingegeben, das Bild bleibt wie gesagt erhalten. Wir gehen in unsere Textdatei in Word oder in einem anderen Textprogramm, in dem die Übersetzung vorliegt, kopieren diesen Text und gehen hier wieder als Plaintext einfügen, hier einfügen und schon steht der Text. Manchmal muss man hier ein paar Sonderzeichen, ein paar Textabschnitte rauslöschen und nach Speichern und zurück haben wir hier wieder unseren Überschriftentext. Und so gehen Sie Stück für Stück Ihre ganze englische Homepage durch. Jeden einzelnen Beitrag, jeden einzelnen Eintrag können Sie übersetzen, sollten Sie übersetzen, sodass Sie dann am Ende eine vollständige englische Website haben.